Hallöchen, willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 2. Assassin's Creed, schon nicht Assassin's Creed, so Assassin's Creed 2 mit Ezio. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Das macht, glaube ich, aber relativ wenig. Kann auch sein, dass es hier irgendwo war mit dem Aussichtspunkt. Naja, egal, ich weiß nicht, wo wir sind. Aber ich dachte immer mal, bevor wir mit der Story weitermachen, gucken wir einmal kurz auf die Karte. Und sehen, komme ich mit irgendeiner blöden Mission. Jetzt machen Kurierauftrag. Was haben wir denn hier noch? Was ist da? Eine Schlägerei. Ach komm. Machen wir eine Schlägerei. Ich habe mir übrigens eine neue Tastatur gekauft. Hurra, hurra. Ja, das heißt also, meine Anschläge sollten nicht mehr ganz so laut sein, wie sie vorher waren. Und noch viele andere Dinge. Ich bräuchte beispielsweise, wenn ich jetzt vorher mein Jalousie runtergemacht hatte, hätte ich jetzt kein Problem mehr. Und ich wusste gar nicht, das hat mir irgendein Kollege mal gesagt, irgendein Kumpel, wenn man so bezeichnen möchte, dass man hier, dass es hier eine Art auffälligen Modus gibt, in dem man klettern kann. Nein, gibt es nicht. Ich kann ihm auch einfach so seinen Teil aus anhauen. Das war die Ernte eines ganzen Tages. Und jetzt sind sie schmutzig und zermatscht. Oh ja, schade, würde ich mal sagen. Ich habe Besseres zu tun. Sprechen. Mein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Das machen wir natürlich immer gerne. Aber kein Wunder, dass er sie akzeptieren. Kein Wunder, dass er betrügt. Dass sie betrügt wird. Adlerauge, gucken wir, können wir mal zoomen? Ah, egal. Pflege für alle. Mir gefällt der Blick von dem Kerl nicht. Ich bin doch ganz gesellschaftsfähig. Ich laufe doch hier ganz normal nur rum. Wer da? Shit, das bringt nichts. Das ist um einiges schwieriger jetzt geworden, unentdeckt weiterzukommen, als in Assassin's Creed 1. Das war da nämlich ja eigentlich total einfach. Wir müssen uns einfach mal in Richtung blöder Ehemann begeben. Wie? Wieso wird der jetzt nicht komplett direkt angewählt? Das goldene Ziel zu lokalisieren. Okay, dann halten wir mal Alau gedrückt. Blöde ist bloß, jetzt sehen wir die Map nicht. Ja, ich glaube, wir begeben uns mal hier in die Mitte des Ganzen und können einmal kurz wieder E gedrückt halten, um das Alau hervorzuholen. Komm, lass mich da vorbei. So. Santa Trinita. Oh ja, wir sind schon leider wieder da rausgelaufen. Ich glaube, ich muss hier irgendwo rein. Ja, ich glaube, ich habe ihn da gefunden. Den betrügenden Ehemann verprügeln. Ah gut, Faust habe ich schon draußen. Der Kerl kommt. Er ist hier! Verrückte, alles verrückte. Hey, erstmal kriegt die Pussy da einen drauf. Na komm. Ah nee, jetzt ist langweilig. Ja, und dann machen wir den hier mal. Autsch. Idiot. Du hast keine Chance. Ja. Donato, sie gewinnt. Ich gebe auf. Diese Schlampe. Ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib. Ich gehe heim. Ja. Ja. Komm. Verschwinde bloß, bevor ich dir noch eine reinhau. Ja, eine verschmähte Ehefrau synchronisiert. Das ist ja mal was ganz Neues, was wir hier gemacht haben. Oh komm, hier will ich einmal ganz schnell hochlaufen, einfach nur, weil es dazu einlädt, hier so schön lang zu rennen. So, ja, was machen wir denn jetzt? Feines. Wir machen, glaube ich, noch vorher diesen einen Kurier. Was ist das denn? Eine Codex-Seite. Ah ja, was auch immer das ist. Ja, dann... Oha, also eine Schatztruhe. Blip, 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 blip.
könnte es auch sein, dass wir in der Story failen, falls wir da nicht so hingehen. Das wäre natürlich auch mal was ganz Witziges. Ah, ich habe gar keine Markierung beim Kurierauftrag gesetzt. Egal, macht nichts. Machen wir wirklich jetzt erstmal die Story ein bisschen weiter. Diese kleinen Gammelaufträge kann man auch später machen. Denn dafür seid ihr ja hier, um euch die Story anzugucken, während ich da blöd irgendwie was reinquatsche. Das ist doch klar. Darum bist du doch hier. Ich weiß es, Alter, du bist... Quatsch, Ezio. Du bist auch schon mal so ein Vogel. In der Nähe der Santa Maria Novella beschützt. Interessierte Mitglieder. Ah ja, was ist hier denn los? Der letzte, der noch steht. Der Verhandlung von Petruccio, Giovanni und Federico beiwohnen. Der Verhandlung beiwohnen. Ja, ja, scheiß Gonfaloniere. Oh, ho, ho, also was ist das bloß für eine Verhandlung? Das ist ja wohl mal... Giovanni Auditore! Ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt! Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. Oh mein Gott, was für ein fieser Mob. Er hat uns verraten. Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil. Lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter, Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden. Vater! Oh. Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Wer ist das im dafür Hintergrund? Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Oh. Was ist das denn für ein Kerl? Angst? Nein, unser schönes Schwert. So viel von wegen tötet ihn oder sowas. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Die kennen wir doch noch. Lauf los, und zwar schnell. Wir sind Ezio. Wir sind eine Ein-Mann-Armee. Wir müssen nicht laufen. Zumindest später nicht. Ja. Ihr habt keine Chance. Ich bin Ezio Auditore da Firenze. Ich entkomme euch alle. Ja. Zack. Der letzte, der noch steht. Synchronisiert. Wir haben unseren Vater, und unsere beiden Brüder verloren. So, wir haben Sequenz 1 beendet. Ich weiß nicht, was das irgendwie bringt oder so. Sofern sie ein ganzes Quadrat an Gesundheit verlieren, wird es nach einigen Sekunden... Nicht ein ganzes, wird es nach... Ja, das haben wir schon gemerkt. Oh, das Ganze wird neu aufgebaut. Republik Florenz. Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Okay, Sean, das machen wir doch. Wir haben unseren Vater verloren. Servetio, oh, Gott sei Anita. Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Anetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Sehe ich nicht. Okay, wir müssen... Oh, wir sind jetzt gesucht. Das heißt, die Wachen sind alle sofort aggressiv, glaube ich zumindest. Also, dass dieses Gelbe nicht kommt. Irgendwie sowas wird das sicherlich sein. Ja, wir müssen jetzt deswegen unerkannt irgendwo hingelangen. Also zu dem Haus ihrer Schwester, von Anettas Schwester. So, komm, lass mich durch. Kann ich mich nicht... Ich kann die nur leicht stoßen. Hm, das bringt mir wenig. Okay,
Wenn sich... Bla, ja, das gut, das kennen wir ja alle schon. Haben wir ja schon mehrfach gesehen. Uberto Alberti. Ich werde dir ein Bart rasieren. Und vielleicht ein wenig tiefer schneiden. Gucken wir uns vorher mal eben den Aussichtspunkt hier. Zack, 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 zack. Ja, ich mag das Klettern hier wirklich. Mal gucken, ob es jetzt wirklich noch einen auffälligen Modus des Kletterns gibt. Ja,